Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir den Reliktorden erhalten, gegen unseren Rivalen gekämpft und uns auf den Weg gemacht Richtung Trostu. Und ich möchte mich zuallererst hier mal ein bisschen umsehen. Hi, huhu! Hey Svenja, ich habe hier was Tolles, pass auf! Was in aller... Worum geht's hier eigentlich? Ich habe ein paar Sticker, aber ich habe vergessen, sie anzubringen. Oh klar, das liegt daran, dass ich in den Ruinen war. Die Ruinen hier sind toll, die musst du dir unbedingt ansehen. Ich habe dort sogar die versteckte Maschine Auflockern gefunden. Wie auch immer, wir kämpfen ein andermal. Bis dann! Okay. Was haben wir denn hier? Trostu, ohne Sorgen. Und ich glaube, genau dieses Motto passt auch, wenn ihr mal auf die Musik achtet. Ich persönlich mag die Musik in Trostu nicht so extrem gerne. Ich finde, die ist sehr... Weiß nicht. Die ist mir so ein bisschen zu entspannt. Aber das ist immer Geschmackssache. Erstmal die ganzen Beeren hier pflücken. Im Übrigen wird euch vielleicht auffallen, dass die Leute hier alle mit Cowboyhüten rumlaufen. Das ist interessant, muss ich sagen. So, erstmal heilen wir uns. Und es ist ja auch so, dass des Öfteren mal Trainer im Pokémon Center stehen, an der Theke, und gegen uns kämpfen möchten. Das gab es sonst, glaube ich, auch nie. Finde ich auch ganz interessant. So. Bin mir jetzt nicht sicher, möchtest du kämpfen? Pi-pa, Pokémon! Okay. Ich träume davon, mehr wie ein Pikachu zu sein. Bitte kämpfe gegen mich. Ja, dann natürlich. Pi-Pikachu! Gut. Da kann ich ja nicht Nein sagen. Ich meine, wenn mich ein Pikachu herausfordert, dann machen wir das auch mal eben. Finde ich sehr interessant, dass man im Pokémon Center kämpfen kann. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Denn ich glaube, es ist ziemlich eng da drin. Aber okay. Und das war unnötig. Das war so unnötig, aber ich glaube, Michi schafft das trotzdem. Komm. In der nächsten Runde dann. Komm, Michi. Wenn du jetzt nicht triffst und eine spezielle Attacke kommt, dann hast du durchaus ein Problem. Gut. Ich meine, diese Kämpfe sind komplett optional. Man muss die nicht machen. Ich werde die wahrscheinlich auch generell nicht machen. Aber komm. Es sah aus wie ein Pikachu. Es muss einfach sein. Und ich hasse Doppelteam. Ich habe aber auch keine Attacke, die da auf jeden Fall trifft, oder? Ich habe keine Schockwelle. Kein Aeroass. Keine Finte. Aber es klappt ja auch so. Michi macht das schon. Unseren Funkelstein, den wir ja brauchen, um Michi zu Galagladi weiterzuentwickeln, den bekommen wir etwa bei der 5. Arena. Also wir werden jetzt uns hier bei Trostu umsehen, noch in den Turm der Ruhen dann gehen. Dann werden wir uns auf den Weg machen nach Schleide, dann nach Weideburg. Und in der Nähe von Weideburg, genau genommen zwischen Herzhofen und Weideburg, gibt es einen Funkelstein. Und dann können wir uns ein wunderbares Galagladi machen. Es dauert also noch ein bisschen, aber ich denke, das ist nicht ganz so schlimm. Nee, hat noch nicht ganz geklappt. Aber das wird schon noch. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen uns noch ein bisschen in Trostu um. So ein paar Sachen gibt es hier noch zu entdecken. Was war denn eigentlich hier neben dem Pokémon Center? War das? Genau, die Pokémon Zeitung. Die wollen jeden Tag ein bestimmtes Pokémon sehen. Und wenn man das dort abgibt, dann bekommt man ein Item. Hier haben wir die Pension. Sieht total knuffig aus, finde ich. Wie die da so rumlaufen. Haben auch ziemlich viel Platz, muss ich sagen.
Ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn ich eins deiner Pokémon aufziehen soll, sprich mit meiner Frau. Ja, wir können auf jeden Fall mal reingehen. Sieht recht unspektakulär aus, ehrlich gesagt. Werde ich jetzt aber auch keinen Gebrauch von machen. Momentan will ich nicht züchten und meine Pokémon trainiere ich selber. Wo wir aber hinwollen, das sind die Ruinen. Ich weiß nur nicht, wo ich hier jetzt runterspringen muss. Ich probiere einfach mal alles aus. Da ist ein Item und da sind die Ruinen. Dann springe ich erstmal hier entlang. Das hier sind die Ruinen von Trostu. Da wollen wir auf jeden Fall rein. Oder Trostu-Ruinen. Und hier steht immer was an der Wand. Das könnte ich mir jetzt merken oder es einfach abschreiben. Ich glaube, ich schreibe es einfach mal ab. Moment. Zettel, Zettel, Zettel. Stift. So. Oben rechts. Unten links. Oben rechts. Oben links. Oben links. Unten links. Okay. Könnte man sich auch einfach merken, aber nein. Hi. Mir wurde gesagt, die versteckte Maschine Auflockern befinde sich irgendwo in diesen Ruinen. Ich suche jetzt schon eine Weile danach, aber hier sieht alles gleich aus. Ich habe mich wohl verlaufen, oje, und jetzt? Hilft mir mal jemand? Nein. Unten links. Trainer. Also man kann sich das auch ganz einfach merken. Ich glaube, es ist auch nicht so extrem viel. Also ich denke, man kann das schon auswendig lernen, was da an der Wand steht. Aber, naja, man kann sich es auch einfach aufschreiben, dann findet man den Weg auf jeden Fall. Oder man probiert einfach alle Eingänge aus, das funktioniert auch. Aber ich finde es so einfach angenehmer, wenn ich es mir eben aufschreiben kann hier. Und ja, die versteckte Maschine auflockern wollen wir auf jeden Fall auch haben. Die ist ziemlich wichtig. Auch wenn ich finde, dass das die bescheuertste VM überhaupt ist. Also es gibt ja immer VMs, die doof sind. So wie Blitz. Blitz finde ich komplett überflüssig, also im Kampf jetzt darauf bezogen. Oder Zertrümmerer mag ich auch nicht wirklich. Nur ich finde irgendwie Auflockern... Nee, muss ich sein. Ich meine, außerhalb vom Kampf ist Auflockern schon irgendwie cool. Beseitigt nämlich Nebel. Aber so im Kampf... Nee, danke. Und Bronzel mag ich übrigens auch nicht. Aber man sollte hier auf jeden Fall in die Ruine reingehen. Was habe ich denn jetzt gehabt? Oben rechts, unten links, ne? Das hatte ich bislang. Okay. Schauen wir mal, ob ich hier heil durchkomme. Achso, ich war noch verwirrt. Das habe ich irgendwie gerade ganz vergessen. ja. Also Trostu werden wir uns in diesem Part auf jeden Fall ein bisschen angucken. Wobei, die Ruinen sind das einzig Interessante hier. Abgesehen von der Pension, aber die brauche ich ja momentan nicht. Und dann gehen wir in den Turm der Ruhenden. Da warten noch einige Trainer auf uns. So. Dann müsste es jetzt oben rechts sein, oder? Ja, oben rechts. Oben links. Nochmal oben links. Und unten links. Und dann sind wir auch schon da. Sehr schön. Wir haben hier VM05 auflockern. Einmal einen Schrägrauch. Eine Hirntafel. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Und ein Nugget. Okay. Was steht denn hier an der Wand? Ich kann die Kognitorschrift zwar nicht so gut lesen, aber okay. Freundschaft. Alles Leben berührt anderes. Leben um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Okay. Also, ich kann
kann die Kognitorschrift schon lesen. Nur, naja, wo kam ich denn jetzt her? Also ich muss genau rückwärts denken. Aber manchmal tue ich mich ein bisschen schwer. Aber es geht. Muss ich immer nur nach oben laufen eigentlich? Und dann, von wo kam ich denn? Ah, von hier, okay. Das waren die Ruinen von Trostu. Da oben ist noch ein Item. Egal. Und dann möchte ich gerne das Item da noch haben. Muss ich einmal außen rumlaufen wieder. Und in das Haus da in der Mitte möchte ich auch ganz gerne einmal. Auf jeden Fall. Finde ich das mit der Inkognito-Schrift schon irgendwie gut gemacht. Ich mag das. Ich finde, das sieht schön aus. Auch wenn sie manchmal schwer zu lesen ist. Und das war sogar falsch gesprungen. Aber ich bin bei dem Haus. Da wollte ich ja auch hin. Hey! Okay. Du kannst Pokébälle dekorieren, indem du Sticker an ihnen befestigst. Oh, du hast keinen Stick-Punkt-Koffer? Nun, hier bitte. Wir bekommen einen Sticker-Koffer. Das ist sehr schön. Den brauchen wir später auf jeden Fall. Und ein paar Sticker. Zunächst einmal brauchst du Zugang zu einem PC in einem Pokémon Center. Wähle zuerst deinen PC, gefolgt von der Option Ballkapsel, im PC-Menü aus. Wähle dann eine Kapsel und befestige an ihr die gewünschten Sticker. Und danach bringst du die Kapsel an einem Pokéball an. Das Ergebnis des Vorgangs siehst du, wenn du das entsprechende Pokémon im Kampf einsetzt. Okay. Oh. Ja, wir können in den Ruinen Inkognito fangen. Und wenn wir ihm dann eben beispielsweise ein Inkognito A bringen, dann bekommen wir den Sticker A. Das heißt, wenn unser Pokémon dann rauskommt, können wir sogar ein Wort formen, was ich persönlich nicht so toll finde. Also Ballkapseln sind toll. Ich liebe Ballkapseln. Leider bekommen wir erst sehr viel später die Gelegenheit, wirklich Sticker zu kaufen. Nur ich mag es nicht, da Wörter irgendwie zu formen. So Sachen wie Konfetti oder so, das finde ich immer ganz schön. Wir können auch einmal schauen, am PC, so viel Zeit muss sein, wie das mit den Ballkapseln so aussieht. Hier glaube ich. Ja, Ballkapsel. Dann suchen wir uns eine Kapsel aus, die wir bearbeiten. Und dann, zack, haben wir hier die Ballkapsel. Und da können wir jetzt die entsprechenden Sticker befestigen. Wir können beispielsweise die Blubberblasen nehmen und die in der Mitte befestigen. Oder irgendwo anders, ist egal. Das sieht dann in der Vorschau so aus. Ja. Ich könnte das ja eigentlich mal bei jedem so machen. Ja, ist okay. Bei der Vorschau wird übrigens immer das erste Pokémon gezeigt, was man gerade in der Liste hat. Dann nehmen wir uns doch eine andere Ballkapsel. Nein, eine andere. Genau. Da können wir mal die Herzen benutzen. Nein. Dann die Sterne. Dann den Stern. Wie sieht eigentlich der Notenschlüssel aus? Ziemlich dämlich. Gut. Habe ich mir schon fast gedacht. So. Und dann, zack, haben wir jetzt vier Ballkapseln fertig. Man kann natürlich wesentlich mehr Sticker da drauf machen. Die können wir jetzt anbringen. Was haben wir denn hier? Zweimal Sterne, einmal Herzen, einmal Blubberblasen. Ja, kriegst du mal die Blubberblasen? Du kriegst jetzt die Herzen. Sterne passt für mich irgendwie so ein bisschen zu Elektro. Und die kleinen Sterne kriegt einfach mal Michi. So. Zack. Zack, fertig. Ganz wichtig, man kann Pokémon mit Ballkapsel nicht im PC ablegen. Man muss erst die Ballkapsel wieder entfernen, was ein bisschen nervig ist. Und jetzt gehen wir in den Turm der Ruhenden, wie ich ja schon gesagt habe. Wir haben uns jetzt verdammt lange in Trostu aufgehalten. Ich bin manchmal auch ein bisschen klüngelig.
An diesem Ort ruhen die Geister. Bitte sei leise und zeige Respekt. Okay. Dies ist der Turm der Ruhenden. In ihm herrscht ein dichter Nebel, der immer dichter wird, je höher du im Turm steigst. Wenn du die versteckte Maschine Auflocker nicht besitzt und hier nichts verloren hast, dann geh nicht hinauf. Doch. Noch haben wir hier aber keinen Nebel. Hi. Ah, Gespenst, weg hier, hilf mir, Team. So hässlich bin ich auch wieder nicht. Dann können wir uns auch mal die Ballkapsel jetzt im Einsatz ansehen. Zack. Es sieht jetzt natürlich noch ein bisschen, leer aus. Sagen wir es mal so. Aber es ist besser als nichts. Ich finde das ganz hübsch. Das ist schon ein bisschen mehr. Da kommen so ein paar mehr Sterne raus. Ich hätte natürlich jetzt auch die beiden Sternsticker so ein bisschen kombinieren können. Aber ich denke, so ist erstmal okay. Sticker für die Ballkapseln kann man erst kurz vor der 8. Arena kaufen. Das dauert leider noch ein bisschen. Ansonsten können aber auch andere Trainer... Na toll. Ballkapseln haben. Das haben wir, glaube ich, sogar schon mal irgendwo gesehen. Aber wir kommen erstmal nicht an Sticker dran, leider. Aber so ein paar haben wir ja, wie gesagt. Und ich werde definitiv, wenn wir später in Sonneweg sind, das ist die Stadt mit der 8. Arena, noch ein paar Sticker kaufen, auf jeden Fall. Und mir ganz, ganz schöne Ballkapseln machen. Denn ich liebe Ballkapseln. Ich finde das total toll. Deswegen, es muss einfach sein. Ist so ein kleines, süßes Detail in diesem Spiel. Ging in Diamant und Perl auch schon. Ist nicht nötig, aber ich finde es einfach rein optisch sehr schön. Deswegen, ich mag Ballkapseln. Plaudergei. Okay. Also ich persönlich benutze die immer sehr, sehr gerne. Geht, glaube ich, in Hard Gold und Soul Silver auch. Aber da konnte man die, meine ich, nicht kaufen. Leider. Naja. Funkensprung. Oder auch nicht. Aber es ist eben Geschmackssache, ob man seine Pokébälle dekorieren möchte oder nicht. Aber ich mag das sehr, sehr gerne. Tja. Oh, das ging schnell. Das war ein kurzes Nickerchen. Das ist schön. Zack. Übrigens, für die, die es vielleicht interessiert, meine Mama spielt momentan auch Pokémon Platin. Die spielt so ein bisschen parallel mit mir. Beziehungsweise die Gedankengut. Es ist besser als Doppelteam. Die wollte auch wieder Pokémon spielen. Ab und zu macht sie das ja mal. Und konnte sich nicht so ganz entscheiden. Hat dann aber gemeint, sie spielt dann doch lieber Platin. Unter anderem, weil ich es momentan auch spiele. Sie weiß ja immer bestens Bescheid über das, was ich gerade Let's Playe. Sie ist echt... Meine Mutter ist echt auf dem Laufenden. Muss man so sagen. So, du hast Teamniveau. Also brauchst du den EP-Teiler auch nicht mehr. So. Hier haben wir jetzt Nebel. Nebel ist nicht so toll, denn es senkt, soweit ich weiß, die Genauigkeit in Kämpfen. Deswegen bringe ich jetzt auch jemandem Auflockern bei. Auch wenn ich Auflockern nicht mag. So. Ja, bitte. Werde ich auf jeden Fall Debbie beibringen. Denn Nils kriegt später auf jeden Fall noch 2 VMs und das reicht. So. Okay. Da hätten wir Auflockern. Können wir auch gleich mal einsetzen. Werden wir später auch noch brauchen an anderen Stellen im Spiel. Und der Nebel ist weg. Warum auch immer keiner von denen mal irgendwie Auflockern gemacht hat. Aber gut. Was ich gerade noch sagen wollte, wie gesagt, meine Mutter spielt momentan Platin. Und nur mal so nebenbei, Platin ist auch ihre Lieblingsedition. Da kann ich mich ja nicht anschließen, ich mag ja andere Editionen lieber. Aber es ist eben Geschmackssache. Also ich finde auch keine Pokémon-Edition ist wirklich schlecht.
Es gibt keine schlechte Edition. Die sind alle gut. Die eine eben besser als die andere, wobei es immer Geschmackssache gibt. Also ich glaube, jeder hat irgendwie eine Lieblingsedition. Ich persönlich mag ja Smaragd, Hardgold und Schwarz 2 am liebsten. Das heißt aber nicht, dass ich die anderen nicht mag. Ist einfach so. Also ich mag generell so ziemlich alle Pokémon-Spiele. Ich mag die Ranger-Reihe, die Mystery Dungeon-Reihe, Colosseum, XD. Ich finde auch Poképark ganz nett. Und so Sachen wie jetzt Pokémon Snap oder Stadium, so ganz alte Sachen, die finde ich auch sehr schön. Oder so kleinere Sachen wie Pinball, was es da so gibt. Das sind natürlich eher so Spiele für zwischendurch, aber die sind trotzdem ganz toll. Also schlechte Pokémon-Spiele. Pokémon Dash ist furchtbar. Muss ich mal so sagen. Das war das erste Nintendo DS-Spiel, was ich hatte. Ich hatte es auch ungefähr einem Tag durch. Also für die, die Pokémon Dash nicht kennen, man spielt ein Pikachu und muss Wettrennen austragen gegen andere Pokémon. Dabei steuert man Pikachu mit dem Touchpad und muss dann immer, wie gesagt, ein Wettrennen gewinnen. Es gibt dann auch so Sachen wie, dass man mit einem Ballon ein bisschen fliegen muss und sowas. Aber ganz ehrlich, das sah zwar ganz süß aus, aber es war wahnsinnig langweilig. Also ich finde Pokémon Dash furchtbar. Muss ich so sagen, so leid es mir tut. Das ist, glaube ich, so das einzige Pokémon-Spiel, was ich nicht mag. Ansonsten fällt mir aber echt keins ein. Also ich glaube, ansonsten mag ich alle. Auch wenn ich immer noch Pokémon Battle Revolution doof finde, weil es keinen Story-Modus hat. Aber der Online-Modus ist natürlich toll, das muss man sagen. Aber wir schauen einfach mal, wie Pokémon X und Y werden. Da gehen die Meinungen ja auch jetzt schon auseinander. Es gibt Leute, die loben das in den Himmel und sagen, oh mein Gott, so toll, die Grafik, die Pokémon, alles super. Und es gibt die Leute, die sagen, das ist kein Pokémon mehr mit der Grafik. Es ist Ansichtssache. Also, ich muss sagen, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich finde die Grafik absolut nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde die Grafik sogar sehr schön. Nur, natürlich, es ist komplett anders wie die ganzen Pokémon-Spiele, die man bislang hatte. Und ich mag eigentlich die Grafik von beispielsweise Smaragd, Hard Gold oder eben auch Platin. Ich finde diese Grafik sehr, sehr schön und jetzt so komplett 3D-Grafik. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Das kann ich euch dann sagen, wenn ich es gespielt habe. Aber es im Vorfeld komplett schlecht zu machen, finde ich auch schwachsinnig. Ich bin immer der Meinung, man kann ein Spiel erst bewerten, wenn man es auch gespielt hat. Anhand von Screenshots und so weiter kann man das nicht. Aber wir werden sehen. Oh, sind hier viele Trainer. Mein Magen knurrt, das ist ja schrecklich. Meine Güte. Oh, das war ein bisschen viel, fand ich. Yay, Blubberblasen. Also ich bin auch so, wenn ich Wasser-Pokémon habe, dann benutze ich ganz gerne eben solche Ballkapseln mit diesen Blasen. Bei Elektro-Pokémon ganz gerne Sterne. Und bei Pflanzen Blütenblätter oder so. Muss mal schauen. Hab ja noch ein bisschen Zeit. Wir können auch mal... Na, ist egal. Lassen wir es mal so. Weit komme ich sowieso nicht. Hallo Zubat. Wie Flucht gescheitert, das wüsste ich aber. Lass mich. Danke. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen hier Schluss. Im nächsten Part werden wir dann den Turm der Ruhenden abschließen und ich denke mal uns langsam aber sicher auf den Weg nach Schleierde machen. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Platin und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!